frei nach dem Motto, warum nur einen Neujahrsempfang, wenn man auch zwei haben kann, empfängt Bürgermeister Dr. Krug nur zwei Tage nach den Holdorfer Unternehmern nun die Bürgerinnen und Bürger im Hotel zur Post. Also ein Neujahrsempfang für die Bürger ist deswegen wichtig und gut, um auch ungefiltert die Informationen an die Bürger zu geben und auch gleich unmittelbar die Anregungen entgegenzunehmen. Und wir machen das jetzt seit 3-4 Jahren und das zeigt, er wird gut angenommen. Und die Anregungen, die kommen, die wollen wir auch gerne immer wieder umsetzen. Doch bevor der Bürgermeister mit seinem Rückblick auf das vergangene Jahr startet, genießt der gebürtige Franke zusammen mit seinen Holdorfern erst einmal eine Runde richtig gutes fränkisches Bier. Zwar ist der erste Bürger der Gemeinde mittlerweile schon 20 Jahre politisch im Norden unterwegs, davon 11 in Holdorf, aber beim Thema Bier kommt dann doch immer wieder der Franke durch. Wenn man mit fränkischem Bier groß geworden ist, dann ist das einfach auch ein Stück Heimat, das man hier wieder trifft. Und ein bisschen missionarischer Eifer ist da natürlich auch dabei. Feedback von den Leuten zum Bier? Das haben alle überlebt, soll heißen, allen hat es gut geschmeckt. Geschmeckt hat den Anwesenden aber nicht nur das Bier, sondern auch das vergangene Jahr. Schließlich geht es der norddeutschen Gemeinde mit dem Franken an der Spitze auch wirtschaftlich Jahr für Jahr immer besser. Ich bin froh, glücklich in Holdorf zu leben, weil das Ganze rundherum, es passt und man kann sich irgendwo glücklich schätzen, hier zu Hause zu sein. 2015 war für mich als gebürtige Holdorferin ein ereignisreiches Jahr, ein schönes Jahr. Ich war selber beteiligt beim Projektchor, Seekonzert des Musikvereins, was sehr viel Spaß gemacht hat. In jeder Beziehung bin ich mit der Gemeinde Holdorf sehr zufrieden. Auch die Ausführung, die Bürgermeister heute Abend gemacht hat, war informativ und ich würde mich wünschen, dass es in Holdorf so weitergeht. Ich wohne jetzt 15 Jahre hier und es gefällt mir jedes Jahr besser, weil ich hier sehr heimisch geworden bin und weil wir in Holdorf doch eine sehr positive Entwicklung haben. Ja, gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ich arbeite jetzt hier bei der Gemeinde, gefällt mir sehr gut in der Verwaltung. Ja. Und was mir besonders gefallen hat, war, dass wir hier in Holdorf die Flüchtlinge so gut aufgenommen haben und auch einen Weg gefunden haben, die Integration doch gut voranzubringen. Die Gemeinde ist ziemlich aktiv, so in allen Punkten. Die kümmert sich um das, was die Bürger wollen. Die geht offen mit allen Themen um, ist auch sehr kommunikativ, sage ich mal. Und ich glaube, kann man gut mit zufrieden sein, ja. Es macht Spaß, hier zu wohnen. Es gibt viele Junge, es gibt natürlich auch viele Alte, viele Mittlere. Das Ganze drumherum passt sehr gut miteinander. Und alle Feste, die hier gefeiert werden, das Leben allgemein, passt hervorragend. Sehr gut. Nach seinem positiven Rück- und Ausblick nimmt sich Bürgermeister Dr. Krug dann aber auch noch die Zeit, sich die Probleme der Bürger anzuhören. Schließlich sind sie das Herz einer gesunden Gemeinde. Eine schöne Einrichtung ist ja, dass man am Beginn eines Jahres jedem alles Gute, ein Wohlergehen wünscht. Und dann darf man sich natürlich auch selbst etwas wünschen. Und ich wünsche mir ein Jahr 2016, das genauso von einem Bürgerengagement geprägt sein wird wie die vergangenen Jahre. Aber ich bin mir sehr sicher, hier in Holdorf wird das funktionieren. Seit 10, 11 Jahren in grandioser Weise und so soll es auch weitergehen. Zufriedene Unternehmer am Dienstag und glückliche Bürger am Donnerstag. Ein gelungener Start in ein neues und erfolgreiches Jahr für die Gemeinde Holdorf.